Willkommen zur 9-Minuten-Nachlese. Ich habe heute wieder Moustache Lips und meine erste Farbe. Also ich werde jetzt eine Moustache Lips Beauty Serie rausbringen. Und die erste Farbe, die ich rausbringe für Moustache Lips, heißt Flotz Flotz. Flotz Flotz. Flotz Flotz wird es dann geben in 1 und 1b, je nachdem, was halt besser zu dem Ting passt. So, wir sind jetzt, wir sind gerade in Los Angeles. Ja, es brennt gerade. Genau, und dann gab es, also dann war irgendwie, haben sich erst gestritten. Ich weiß nicht genau warum. Ja, Jessica war gerade Schnaps einkaufen genau. Und sich mit den Gästen unterhalten. Und jedenfalls. Schneller. Jetzt habe ich den Faden. Da haben sich irgendwie gestritten, haben sich ja, dann genau. Mädchen gestritten. Bruna kam in das eine Apartment da reingestürmt. Und hat gepuppt, oder? Ja, und schrie den Laden zusammen, dass alles scheiße sind. Und Sally ist an allem schuld. Und dann war sie schon wieder weg. Okay, interessiert. Es ist also so Mädchen. Mädchen, die sich streiten, ist völlig uninteressant. Die wollten halt was Geiles skripten. Das Problem war, Bruna konnte es nicht lesen, weil die nicht lesen kann. Bruna? Bruna. So, jedenfalls, und dann gab es ein Shooting, das sollte passieren, im Pool, in ja, so einer Villa. Genau. Man wusste noch nicht genau was. Und dann zog aber von der Stadt von L.A. rauf eine Brandwolke hoch, weil nämlich ein großer Brand in L.A. stattgefunden hat, weil Heidi Klum hat nämlich versucht, in ihrer Villa, in ihrer Privatvilla zu kochen. Ein Kaffee. Oder Wasser. Oder Wasser. Und dann oder Salat zubereiten, ja? Genau. Ja. Und der brennt so schnell an. Eben. Und dann war der ganz, ganz L.A. war zu mit Feuerwolken. Es war so schlimm und es zog langsam so hoch zu diesem Pool, wo die shooten wollten. Und dann kam Heidi in so einem roten Dress. In so einem roten Feuerwehrdress. Kam sie da an und meinte, wir müssen alle gehen, wir müssen hier weg, weil der Feinstaub und bah. So, und dann sind sie alle geflüchtet. Ja, die Make-up-Leute haben eingepackt und die ganzen ja, Lichtleute. Aber die Mädchen, und die armen Mädchen, die mussten am Pool bleiben. Die mussten da bleiben und alles weg. Alles wegatmen oder pusten, ja. Je nachdem. So, und dann haben sie, jetzt sind wir bei so einem, jetzt, wir sind ja gerade in der ersten Werbepause, jetzt sind wir gerade bei so einem Videodreh und zwar für so eine komische Rapperin, die keiner kennt. Also, genau, die sieht ein bisschen aus wie so ein, also als würde Ryan Stecken versuchen, wie Lady Gaga auszusehen, die versucht, like, Katy Perry neu zu interpretieren. Und Nicki Minaj zu imitieren. Ja, ja, genau. So sieht die aus, ganz klein auch. Und die hat hier so tätowierte Augenbrauen, so Treibel-Augenbrauen hat die. Ja, die kommt direkt aus den 90ern. Und hier so rechtsradikalen Frisur, so mit diesen, ja, diese rechtsradikalen Weiber, die hier so eine Dinger haben, dann hier so rasiert. Und da mussten die Nutten jetzt, habe ich heute schon auf TAF gesehen, heute tagsüber. Spoiler, da mussten die Nutten, nämlich haben sie heute auf TAF berichtet, schon Texte auswendig lernen. Und zwar jede Nutte musste 7 Zeilen englischen Rap auswendig lernen. Nun, jetzt hat sich TAF natürlich darüber aufgeregt, dass sie das alles nicht geschafft haben, weil das so schwer ist. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde, Rappen ist wirklich sehr schwierig. In Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur 7 Wörter, aber... Ja, nee, aber ich habe das schon gesehen auf TAF und die musste halt so... Weißt du, so. Und die mussten wirklich so einen Text auswendig lernen. Und das ist wirklich jetzt nicht so einfach, muss ich sagen. Und dann, wenn die Nutten, die da mitmachen, die sind ja auch wahnsinnig dumm. Und die können das natürlich nicht. Das sehen wir ja gleich nach der Werbung. Ich habe jetzt schon gespoilert. Aber wenn ihr das seht, ist sowieso schon die ganze Folge laufen. Von daher ist mir scheißegal. Und bislang war es wahnsinnig langweilig. Jessica, du hast wunderschöne Moustache-Lips. Moustache-Lips. Und ich werde auch bald meinen ersten eigenen Moustache-Lips-Gloss rausbringen. Und der heißt... Flotz, flotz. Flotz, flotz. Flotz, flotz. 1a und 1b. Bis bald. Bald auf Otto.de. 1, 2, clap. 1, 2, snap, a rotten button, decken, decken, 5, snap, I got $5 and break the ball with me, yeah! So, clap. Die mussten jetzt weiter rappen. Hatten Tüten. Heidi war nicht so zufrieden. Und die haben nämlich, und das ist ja das Gemeine am ProSieben, die haben ja jeder Nutte hier am Kostüm, haben die hier so kleine Mikros natürlich angepinnt, damit man die Nutten singen oder mitrappen hören konnte von diesen 7 kleinen Zeilen Rap, die sie lernen mussten und eigentlich hat es keiner richtig gut geschafft. Nee. Und dann war aber diese Claudia mit K, die war wieder erwarten, war die für die Beste. Für mich eigentlich eine der Besten, muss ich wirklich sagen.
weil die hat so eine Rap-Attitüde gehabt, die mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ich bin ja auch im Herzen, bin ich ja auch eine Rapperin. Also wäre ich kein Transvestit geworden, dann wäre ich Nicki Minaj geworden, sag ich ja immer. Aber ja, Gitti, das kannst du dir vielleicht nicht vorstellen, aber ich bin schon auch so eine R&B-Schlampe ein bisschen. 1, 2, 3, snap, I rotten, bottom, written, slap, I got $5 for free. So, also Heidi war nicht zufrieden. Und diese komische Rapperin. Das war ihr sehr unangenehm. Ja. Also Heidi stand da mit dieser Rapperin und hat sie wirklich nur noch mit ihrem virtuellen Lächeln angeschienen. Ja. Und es war wirklich so, Diese Rapperin, die hatte auch, der Regisseur oder was? Ja, oder der stand die ganze Zeit mit dabei, Mann, ja. Der wurde gar nicht vorgestellt. Nee. Der war mal anscheinend irgendwie ein Beisteher. Beischläfer. So, und das war's eigentlich schon. Also eigentlich fanden sie alle scheiße. Und die haben alle so Overknee-Lackstiefel angehabt. Also ja. So wie sie im besten Falle auf der Kurfürstenstraße rumlaufen. Aber eigentlich ist das schon direkt von der Bülowstraße eingesammelt. Richtig. Das war's aber schon. Jetzt sind wir schon in der nächsten Werbepause. Und nach der Werbung spoilern wir ja schon wieder. Oh. Da wird ja jetzt, gibt's so eine Dance-Battles, wo die sich so gegenseitig anbumsen müssen beim Tanzen. Und es wird eine Produktplatzierung sein für den Opel Adam. Yay! Endlich ist der Opel Adam auch wieder mit dabei. Aber vorher machen wir natürlich noch mehr Produktplatzierung. Ach so. Denn es wird ja schon bald den neuen Lipgloss für Mustache-Lips bei Jurassic Park. Doppelflotz und Flotz XXL. Für die etwas erweiterte Frau. Also so, wäre ich mit dabei gewesen, ich wäre natürlich weitergekommen, weil ich bin ja die absolute beweglichste Hüfte Berlins. Nach mir. Ich bin gerade ganz außer Atem, Moment. So, wir sind, folgendes Problem. Erstens ein Battle zwischen Team Thomas und Team Hajo. Team Michalski. Und zwar wieder eine ganz, ganz leichte Produktplatzierung. Und zwar der Opel Adam steht da so auf so einem Hafengebiet. Und ist gerade irgendwie was auf der Linse. So. Und dann treten Team Thomas und Team Michael irgendwie gegeneinander an, müssen halt so tanzen. Das habe ich gerade vorgemacht, wie gut das aussah. Das war die Quintessenz quasi daraus. Da waren dann, wie war das? Langweilig, belanglos und schlecht. Gut, okay. Und dann irgendwie war Team Thomas, Hajo hat irgendwie gewonnen mit irgendwie so 8 zu 5 oder? Die haben 3 zu 5. So, und dann haben sie als Belohnung, haben die Gewinnerinnen irgendwie ein ganz, ganz, ganz zufällig ein Gewinnerset im Wert von 250 Euro von Levi's. Was? Nein, sie haben ein Goodiebag von Levi's bekommen, plus einem 250-Euro-Gutschein. Ach so, gut. 2,50 Euro von Levi's. Lidl. Also von Lidl, eine Produktplatzierung at its best. So, und dann waren wir währenddessen noch in Portugal, weil nämlich die drei Gewinnerinnen von diesem Nutten Videoshoot konnten dann nach Portugal und mussten dann... Nee, das waren nicht die Gewinnerinnen. Die haben, als sie zurück in das Haus gekommen sind, lagen doch da schon diese Einladungen da. Ja, stimmt. Die sind eingeladen. Stimmt, ja. Da waren Einladungen von irgendjemandem. Auf einmal waren diese Einladungen da. Von der Zeitschrift, die heißt Nylon. Eine ganz, ganz, ganz bekannte. Die ist ganz, ganz... Ganz bekannte Fachzeitung für Nylonstrümpfe. Genau. Die heißt Nylon. Und da wurden die eingeladen nach Portugal. Und da haben sich die Nutten so gefreut, weil hallo Portugal, ich meine, wenn man in Los Angeles ist, dann ist ja Portugal wirklich the place to be. Und das sind sie, also die drei Nutten nach Portugal. Da war Grace Jones mit dabei, dann die verrückte Claudia mit K. Ach nee, nicht Trixie, Michael aus Lönneberger. Michael aus Lönneberger, die mit der Frisur. Und die mussten dann vor so einer komischen Jury, zwei Redakteurinnen und irgendjemand anders noch. Ralf Morgenstern. Da mussten sie Karaoke singen. So. Und das war auch ein bisschen peinlich. Ist sehr. Und wer hat gewonnen?
Michael aus Lönneberger hat gewonnen. Was jetzt da passiert, wissen wir noch nicht. Wahrscheinlich muss sie sich dann beim Shooting so eine Nylonstrumpfhose über den Kopf ziehen. Mit einer Pistole und direkt an die Bank, an Schalter. Eben, genau so. Wissen wir noch nicht. Nächste Werbepause. Wir sind jetzt gerade beim, wie heißt das, so Elimination? Ja, jetzt war die Final Challenge halt. Final Challenge, genau. Genau. Team Thomas gegen Team Michael. Genau. Und alle waren ganz, ganz nuttig angezogen. So ganz großen Overnies. Wunderschöne also, Overnies. Teilweise waren die echt richtig toll. Also für Transen waren die ganz toll. Und sehr, sehr nuttig angezogen. Da mussten die, weil da hatten sie einen Stargast gehabt, und zwar Crow war da. Helene Fischer, dachte ich. Nee, es war Crow. Mit seiner Panda-Bär-Maske. Es ist Helene Fischer, wenn sie halt nicht erkannt werden möchte. Ah ja. Und der hat dann so gerappt. Es war so ein ganz, ganz unauffälliges Product Placement. Ganz unauffällig. Und ganz unauffällig wurde auch unten eingeblendet, dass die Tour ja im November stattfindet. Genau. So, und der hat seinen neuen Song gerappt. Ja. Und dann war Heidi war auf einmal da. Heidi hatte so ein Ibiza-Oberteil an und so eine Sonnenbrille. Die war völlig auf Ecstasy. Und ich habe die ganze Zeit immer zu Michalski rübergeguckt und dachte, wann kann der mir jetzt den Spiegel nicht endlich mal rübergeben? Ja, wir sind jetzt fertig. Es war der Final Walk. Ich habe keine Ahnung, wer rausgeflogen ist. Doch, natürlich. Diese eine etwas dicke mit dem ABC-Wärmepflaster-Outfit, mit der lila Jacke, die ist rausgeflogen und dessen Namen ich nicht weiß. Und Gerda ist eine Wacklerette und diese neue, die wir noch nie gesehen haben. Die mit diesem Mondgesicht. Okay, gut. Das war's dann auch jetzt eigentlich. Nächste Woche wird's spannend. Weil nächste Woche, da sind irgendwie so nackte Männer zu sehen und da haben sie schon gesagt zu einer Note, die Hand müsste größer sein, um den Penis zu verdecken. Ja. Beim Fotoshoot. Es wird sehr spannend. Und saftig. Und saftig. Genauso saftig sind übrigens gerade deine Lippen. Mustache. Lips. Mit dem neuen Farbgloss Flotz. Flotz, Flotz. Ja, oder auch für die erweiterte Frau, Flotz Deluxe. Ihr süßen Mäuse, abonniert bitte meinen Kanal auf YouTube, folgt mir auf Facebook oder auf Instagram. Bis nächste Woche. Bye! Sharing is caring.